Willkommen zurück zu Vampire Stone Folge 17. Ich werde jetzt mal versuchen, ein bisschen ruhiger in meiner normalen Stimme zu sprechen. Also halt, ne? Wie ein normaler Mensch. Damit ich nicht immer nach jeder Folge sofort übelst heiser bin. Ich bin ein bisschen enttäuscht gerade, dass ich die Grabsteine nicht angucken kann. Weil es ist ja schon Tradition eigentlich, dass man sich Grabsteine anguckt und dann da halt, naja, Informationen erhält, halt irgendwelche lustigen Anekdoten. Das ist halt in RPGs schon immer so gewesen. Also schon, seit ich denken kann. Das stärkste Beispiel ist da für mich Sacred, ehrlich gesagt, Sacred 1. Aber gut, wenn das nicht so ist hier, dann ist es halt so. Stört mich bitte nicht, ich bete gerade. Entschuldige. Lass mich bitte allein, ich will beten. Na schön. Seid bitte ruhig, ich muss mich konzentrieren. Wofür musst du dich konzentrieren? Um mit Gott zu reden. Und hat er dir schon geantwortet? Natürlich, was soll die Frage? Ach, nur nochmal so. Gott existiert in uns allen. Und er spricht mit uns und er hilft uns und... Verblödete kleine Schlampe. Oh, Jesus Christ, Asgard. Ist ja based as fuck. Holy. Asgard, der based Vampir. Was haben denn die für Statuen hier? Sicher, dass das... An welchen Gott glauben die? Lucifer. Seid willkommen in unserer Kirche. In so schlimmen Zeiten muss man beten und hoffen. Wieso schlimme Zeiten? Ihr wisst es nicht. Nun ja, bedauerlicherweise gab es letzte Woche schon wieder ein Opfer. Ihr müsst wissen, dass wir ein Problem mit einer... andersgläubigen Gemeinschaft haben. Und diese Gemeinschaft ist böse. Sehr, sehr böse. Sie haben schon wieder jemanden aus der Stadt entführt. Und wahrscheinlich im Namen ihres Gottes geopfert. Klingt ja nach einem wirklichen Problem. Ihr seid nicht zufällig in der Lage, diese Gruppe unschädlich zu machen. Locker. Immer. Also... Bei Religionskriegen bin ich ganz vorne mit dabei. Wirklich? Oh, euch schickt der Himmel. Ich kenne nicht ihren genauen Aufenthaltsort, aber vielleicht weiß einer der Stadtbewohner wer. Solltet ihr sie wirklich vertreiben können, werde ich euch eine sehr seltene und wirklich wertvolle Rüstung geben, die schon seit langer Zeit im Besitz der Kirche ist. Sie ist ein Relikt des Heiligen Kreuzzuges. Wir werden mal schauen, ob wir sie finden können. Okay. Für welches Level ist diese Quest? Und kann ich die schon machen? Da wir aber im äußersten Randgebiet der Welt sind, gehe ich mal davon aus, dass wir ihr nicht fündig werden hier. Suche nach meiner Schwester Miriam, hole für die alte Dame im Pub von Iranis 400 Vila aus ihrem Haus. Level 2 und 40. Das ist höher als jede Main-Quest, die wir gerade haben. Ha. Wir haben den verpackten Gegenstand noch. Den will ich eigentlich auch nochmal auspacken. Machen wir vielleicht gleich mal, wenn ich auf der Karte gespeichert habe. Aber ich will eigentlich nicht safe scammen. Ein Ninja! Hi, wie findet ihr mein Kostüm? Das war ziemlich teuer, aber ich finde es wirklich herausragend. Tja, eigentlich finde ich es ziemlich hässlich. Ich habe keine Ahnung, das ist top schick. Wenn du meinst. Naja, siehst halt aus wie Shadow aus Final Fantasy 6. Ups. Weiß ich nicht, ob ich das so geil finde. Nein, lass mich doch mal rein! Lass mich doch mal da drin! Danke. Wohnt hier gar niemand? Achso, das ist ihr Haus. Hier liegen 400 Vila an einem Geldbeutel. Ey, haben wir geholt. Geben wir gleich ab. Wie gesagt, ich hätte gerne lieber die XP, als dass ich das Geld habe. Weil das Geld, wie gesagt, das kann ich halt einfach anders generieren. Das Geld, wie das im zweiten Game war. Ich kann mich nicht erinnern, ich weiß es nicht mehr. Ach, hier wohnt noch jemand. Der ist hier. Und seine Mutter ist im Pub, oder was? Und besäuft sich. Er ist hier und spielt Videospiele. Was für ein Loser, Alter. Hier ist nichts, okay. Hallo. Hallo, ihr seht aus wie jemand, dem ein paar gute Tipps nicht schaden könnten. Du hast also ein paar Tipps für uns? Ja, so soll zum Beispiel östlich im Wald etwas Merkwürdiges beobachtet worden sein. Östlich von hier im Wald? Na, da werden wir mal vorbeischauen. Mach das. Move, bitch, get out the way. Danke. Hat sogar auf mich gehört. Ich würde gerne einen Schluck aus meinem Kaffee nehmen.
von meinem Kaffee nehmen. Ich glaube, ich werde mich verbrennen. Ja, aber es tut so gut. Oh ja. Ich spüre, wie das Koffein meinen Körper durchfließt und mir neue Kraft gewährt. Ich spüre, wie die Müdigkeit und die Kälte verdrängt wird durch die Wärme des köstlichen, deliziösen Kaffeemarke hier einfügen. Geschmacks. Ich wäre richtig gut in Werbevideos. Komplett schwarze Zähne vom Kaffee, was? So. Alles nur stumpfsinnige Romane. Alles nur stumpfsinnige Romane. Hier stehen einige alte Bücher, aber nichts davon ist irgendwie wichtig. Es sind alles nur stumpfsinnige Romane. Aber Romane sind doch toll. Erst einen neuen bestellt, damit ich meinen Fantasy-Epos weiterlesen kann, den ich nicht verraten werde, bevor ich ihn nicht komplett gelesen habe, weil sonst werde ich eventuell gespoilert und das könnt ihr vergessen. Was gibt es? Das wollte ich eigentlich gerade dich fragen. Also, bei mir gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Ich mache halt tagtäglich den Haushalt. Viel erlebe ich nicht gerade. Aber vor einigen Tagen waren ein paar Leute in Iranis, die auf der Suche nach einer geheimen Silbermine waren. Sie scheinen sie aber bisher nicht gefunden zu haben. Wo könnte diese Mine denn sein? Keine Ahnung. Aber wenn sie bisher niemand gefunden hat, dann wird sie wohl irgendwo sein, wo sonst normalerweise niemand hinkommt. Vielleicht mit der Fledermaus? Die Leute hatten wohl auch in der Nähe von Iranis kein Glück. Vielen Dank, du hast uns sehr geholfen. Das freut mich, bis bald. Die Leute sind hier viel netter als in der anderen Stadt. Die andere Stadt ist kacke. Hier ist schön. Also abgesehen davon, dass hier halt permanent Winter ist, weil die am Nordpol wohnen. Ein Dornenschild-Baby-Item. Nur unwichtige Literatur. Aber wenn es hier ein Dornenschild gibt, dann sollte man ja eigentlich meinen, dass hier vielleicht Quests sind, die nicht ganz so hochstrabend sind, hochtragend sind. Hey, ihr seid anscheinend neu hier. Auf jeden Fall kenne ich eure Gesichter noch nicht. Ganz recht, wir sind neu in der Stadt. Ich empfehle euch, die Berge zu besuchen. Die sind wirklich schön. Danke für den Tipp, wir werden sie uns später mal anschauen. Yay! Das war ja... Der hat so komisch, der hat so ein anderes Sprite gehabt. Ich dachte, der hat eine Quest für uns. Na gut. So. Wir müssen auf jeden Fall ins Pub runtergehen. Kann ich eigentlich auf den Teich? Nein. Habe ich mit dir schon geredet? Hallo, habt ihr schon gehört? Angeblich gibt es Gespenster im Wald westlich von hier, aber ich glaube nicht an solchen Blödsinn. Gespenster, sagst du? Ach, entschuldigt, ich weiß gar nicht, wieso ich euch das erzählt habe. Ich glaube es ja nicht einmal selber. Ach, so viele Sachen, die man erkunden kann. Kann ich mir gar nicht alles merken mit meinem kleinen Gehirn. Mann. Ein Waffelschmied. Ein Waffel- und Rüstungsschmied. Sehr gut. Hallo, schauen Sie sich ruhig um. Ich habe viele gute Waffen. Ja, ich habe zufällig 5 Silberbarren dabei. Riesenschwert, eh klar. Krallen, Todeskrallen. Feuersäbel. Der wäre vermutlich ganz gut hier. Aber ein, zwei Level noch, dann haben wir vermutlich das nächste Level ab. Ein, zwei Level noch, dann haben wir vermutlich Level ab. Ein, zwei Level noch, dann haben wir vermutlich neue Items, die wir kaufen können. Also die nächste Tierstufe, die nächste Tierstufe quasi. Und da würde ich dann mal wieder Ausrüstung kaufen gehen. Ob das so schlau ist, weiß ich nicht, da jetzt drauf zu warten, aber wir machen es jetzt einfach. Und dann in naher Zukunft können wir wahrscheinlich dann trotzdem einfach sagen, hey, wir kaufen uns mit jedem Mal, wenn wir neue Ausrüstung kaufen können, direkt das nächste bessere Upgrade. Dann muss der Jergo halt mal offscreen ein paar Minuten investieren, um Silber zu holen und zu verkaufen. Mittlerweile haben wir ja genug Mana, also Blut, um das relativ schnell zu machen. Habt ihr mein Geld? Ja, wir haben es. Oh, ich danke euch. Und ich hatte euch ja 100 Fila versprochen, doch da ihr so ehrliche Leute seid, bekommt ihr 150 Fila. 150 Fila, die gibt fast die Hälfte von ihrem Geld ab, nur weil wir da oben rechts zu der Hütte gegangen sind. Folglich bekomme ich noch die restlichen 250 Fila von euch. Hier bitte. 2000! 2000 Erfahrung. Nice. Ist das direkt neues Equipment? Das könnte sein. Ich gehe mal gucken. Warte mal. Wir schauen mal nach. Na, guck mal, wenn ich nicht die ganze Zeit nur am Schreien bin, weil das Spiel mir die Ohren wegbläst und ich dann in den Regen blase mit meinem Geschrei, dann tut mir plötzlich der Hals gar nicht mehr weh. Das ist ja insane. Bastardschwert. Ach, guck mal, alle 5 Level. Naja, gut, nicht ganz.
Ach, das haben wir aber auch schon, ne? Kristallkrallen fehlen noch. Bastardschwert haben wir schon. Wo haben wir denn die Sachen her? Wieso haben wir die denn? Aber hier gibt es neue Rüstungen, ne, wa? Kettenrüstung. Boah, ist schon gut. Oh, Lichtschutz. Okay. Ja, da braucht Papa auf jeden Fall erstmal Geld. Vielleicht mache ich das gleich mal, wenn ich noch ein bisschen Zeit habe vor der Arbeit. Ich glaube, ich habe tatsächlich noch ein bisschen Zeit. Vielleicht mache ich sogar einfach noch eine Folge. Oh mein Gott, ich bin ja crazy heute. Ich bin heute Morgen aufgewacht um 5, so wie immer. Hab dann in 4 Richtungen geschielt, hab den Kater von mir runtergeschmissen. Halt liebevoll runtergeschmissen, aber runtergeschmissen. Bin dann duschen gegangen und ich dachte mir so, boah, heute ist ein geiler Tag, ey. Richtig Bock zu Let's Playen. Ich will einfach nur... Ist das der Geisterwald? Ich will einfach nur... Jetzt hab ich nochmal Fledermauswandlung gemacht, ich bin auch smart, ne? Ich will einfach nur den ganzen Tag aufnehmen und spielen. Oh mein Gott! Ich kann hier spielen, ich kann hier durch! Saug die Fledermäuse aus. Die müssen ja Blut haben. Du machst wahrscheinlich mehr Schaden, wenn du angreifst. Vielleicht in der Tod könnte okay sein, weil es eine AOE ist und Giftschaden macht. Wurde giftet, schön. Mach schön Lutschi-Lutschi, 10 Blut, das ist ja nicht viel, ne. Crit! Oh mein Gott, wir können hier spielen! Wir haben ein Gebiet gefunden, in dem wir spielen können. Okay, ja, ultra viel Schaden. Das ist ja der Wahnsinn. Das muss ja die Silbermine sein, oder? Vielleicht? Aber ist mir auch egal, ob ich da gerade rein kann und irgendwas hier machen kann oder nicht. Aber dadurch, dass hier halt einfach nur so wenig Gegner sind, kann man hier halt einfach mal rumgucken und mal schauen, ob man irgendwas findet, was Tolles. Das macht mich... ihr könnt euch nicht vorstellen, wie happy mich das macht. Was ist das denn? Eine Eiselfe? Die sieht ja cool aus. Die hat bestimmt eine Menge Blut. Dann machen wir auch mal ein bisschen Lutschi-Lutschi. Schwarze Energie. Vielleicht wieder tot. Die Zauber sind zwar gerade nicht sonderlich stark, aber die können halt vergiften und es sind halt AOEs, ne? 30 Blut. Der AOE-Aspekt ist halt allein schon definitiv worth it. Jetzt schlagen wir da noch gar rein. Mord. Der macht ja nicht so viel Schaden wie Elaine. Elaine ist gelähmt. Nö. Wenn man natürlich verfehlt, dann macht man auch keinen Schaden dabei, ne? Okay. Ja. Guck mal, das läuft doch. 110 Erfahrung. Hier kann man richtig gut reingrinden. Das ist ja mega. Fledermäuse geben 40 each. Und die Eiselfe gibt nur 30. Okay. Ah? Geh nach oben. Die Starschuhe, das klingt selten. Ja, ja, plus 5 auf alle Attribute, finde ich eine feine Sache. Nehmen wir so. Das nehmen wir so. Hier ist nichts, kann ich hier nicht was finden. Ich meine, wir haben gerade was super Gutes gefunden, also ich will mich nicht beschweren. Aber trotzdem tue ich es. Man weiß ja, wie die Menschen so sind. Noch mal ein bisschen Blut aufstocken, noch mal ein bisschen rein AOEen. Elaine kann dann den nächsten paar Eiselfen mal ein bisschen auszütteln. Wie so Blutwurst, weißt du, so genau wie Valnar das gerade tut. Richtig schön lecky lecky schmatzi schmatzi. Lecky lecky schmatzi schmatzi ist auch, weiß manchmal nicht, wie alt ich bin. Aber hey. Das weiß niemand. Also abgesehen von den Leuten, die es wissen. Elaine ist gelähmt, ist okay. Okay, ist tot. Fledermaus lebt noch. Ich hätte mit Valnar vielleicht die andere Fledermaus schlagen sollen, also die da hinten. Aber jetzt seht tot, Crit. Super, super, toll. Easy XP und... Das Nice ist, wir können ja auch mit den schwachen Seelen was anfangen. Man braucht zwar ultra viele, um irgendwas zu erreichen, aber... Wenn man bedenkt, wie viele Gegner man eigentlich umbringen würde. Also man würde halt hier alle 5 bis 10 Schritte oder so einen Encounter haben, ne? Das heißt, du würdest hier drin wahrscheinlich... Wahrscheinlich schon einen kompletten Stack Seelen bekommen. Wenn wir das normale Game spielen würden. Nicht die
Special Edition, die ich tatsächlich persönlich als die Enhanced Edition bezeichnen würde, weil die einfach so viele positive Attribute hat, so viele positive Werte, so viele tolle Sachen drin. Es ist einfach geil. Ich muss zugeben, ich war nie ein Fan vom ersten Vampire's Dawn. Weil die paar Male, wo ich es probiert habe zu spielen, also ich grind ja schon echt gerne, ne? Aber es gibt auch eine Grenze. Und die Grenze wurde halt in diesem Spiel definitiv überschritten. Komplette Heilung für alle, wow. Mächtiges Relikt der Vampire. Vielleicht kann man das ja irgendwann mit Seelen kaufen, das wäre natürlich gut. So ein Elixier, beziehungsweise so ein Heal-All-Item ist schon immer ganz geil. Ganz schön verwinkelt hier, muss aufpassen, dass ich mich nicht verlaufe, da von der Truhe. Ja, das sind einfach nur Vampir-Fledermäuse oder normale weiße Fledermäuse. Ganz schön rassistisch, dass hier nur weiße Fledermäuse sind, nicht wahr? Asuka kann nicht mehr klar denken. Toll. Jetzt schlag mich noch uns ein, Asuka. Oh oh. Kill die! Nice. Gut gemacht. Sind die jetzt noch verwirrt, die zwei? Nee, ne? Nein. Und wir brauchen nicht mehr allzu viele Erfahrungspunkte. Noch 308 für Elaine. Dann haben wir wieder Level abgegeben. Ein roter Stein, warte mal. Ein runder roter Stein. Habe ich jetzt verwendet? Nee. Okay. Der ist für den Schrein, für den Feuerschrein. Huch. Noch ein Stachelring, okay. Ich glaube, den können wir verkaufen. Ich glaube, den brauchen wir nicht. Allerdings, so Accessoires sind halt relativ selten, nicht wahr? Weiß ich nicht, ob ich die verkaufen will. Was ist, wenn hier jetzt noch ein Boss drin ist irgendwo? Dann sterbe ich. Oder ich bringe den Boss um. Das wäre auch eine Option. Schlag mal auf die Fledermaus. Du AOE's da mal rein. Elaine AOE's da mal rein und kümmert sich dann darum, dass die Eiselfe ausgelutscht wird. Schön. Ah, ist so geil. Endlich mal ein Gebiet, wo wir auch was machen können. Das fühlt sich richtig gut an, sowas gerade zu finden. Aber normalerweise kriegen wir ja immer noch die Schnauze. Selbst der Level 10er Echsenmensch hat uns derbe penetriert. Obwohl das nicht hätte tun sollen. Also dachte ich. Dachte, dass er sich einfach so ermorden soll, aber war ihm offenbar doch möglich. So. Ein Talisman! Oh. Mein Gott. Wo ist er? Schützt vor Fluchen plus 3 Imp. Ja, ist okay. Wir geben den bei dem Typen ab. Der eine in Istar sucht doch nach einem. Dann kriegen wir ja gleich noch mehr XP. Oh mein Gott. Richtig Progress gemacht in der Folge und in der letzten. Oh, ist richtig geil. Jetzt, wo wir nicht mehr auf dem Flying Jahrmarkt rumeiern und nichts machen. Wo wir uns tot grinden könnten mit diesen Minigames. Nur um dann irgendwelche, also wahrscheinlich schon echt guten Items zu kriegen. Aber ich habe halt keinen Bock auf den Jahrmarkt. Ich hoffe mal, dass man das irgendwann, dass man irgendwie einen NSC freischaltet, der dann auf dem Jahrmarkt rumeiert. Vielleicht der einfach versteckt ist, schon da. Um da Geld auszugeben, Filar auszugeben, um dann noch Punkte zu kaufen. Das fände ich persönlich wesentlich geiler, als diese Minigames zu grinden. Weil ich finde, das ist kein spaßiger Content. Ist zwar vielleicht mein Problem, aber ich meine, wenn ich die nicht kaufen kann, dann werde ich einfach die Items da nicht... Verzeihung, werde ich da einfach die Items nicht kriegen, weil... mache ich nicht. Kein Mensch für Zeit. Nochmal Istar-Schuhe, ich werde wahnsinnig. Elaine! Das ist ja gerade eh nur... immun gegen Sturm ist natürlich schon gut. Aber Schutz vor Bluten ist auch gut, also... kriegst du mal die Schuhe. Kriegst du nochmal plus 5 auf alle Attribute, kriegst du nochmal 5 Int, dann machst du auch wieder mehr Schaden, das ist doch geil. Bist auch nochmal ein bisschen schneller, bist vielleicht nochmal schneller als die Gegner, also nochmal schneller als die Gegner, nochmal quasi. Ich mag das Lied irgendwie, das ist ein bisschen traurig, aber auch mysteriös, passt sehr gut zu dieser Eishöhle gerade. Keine Ahnung, woher das ist, ich glaube, der hat es ja, wie gesagt, alles zusammengeklaut. Oh. Aber
Das klingt ein bisschen wie Ultima, aber es ist, glaube ich, zu modern für Ultima. Ich habe noch nie ein Ultima-Game gespielt. Ich habe mal Ultima Online angefangen zu spielen, aber das war mir dann doch zu... Wie sage ich das? Komplex tatsächlich fast schon. Okay, das war mega. Jetzt müssen wir... Wo ist denn der Dude? Was ein bisschen komisch ist, wenn ich hier im RPG-Maker drin bin, dann kann ich mein Numpad drücken auf die 1, was normalerweise meine Kamera ausblendet. Aber das geht hier einfach nicht. Achso, ich weiß noch warum, weil ich der Idiot bin. Vergiss, das hat was mit der OBS-Einstellung zu tun, die ich gerade benutze. Ich bin ein Trottel. Anyway. Wir gucken mal in die Quest rein. Schauen mal nach, ob das jetzt genau Isthar war. Schwester, Sekte, Iran ist nach dem verpackten Gegenstand. Ach ja, der Schneemann. Der Mann Isthar, okay. Wir speichern jetzt mal und ich gucke jetzt trotzdem mal rein, was denn in diesem verpackten Gegenstand ist. Schau mal, hier ist eine seltsame leuchtende Rose drin. Wunderschön. Faszinierend. Die ist mit Sicherheit magisch. So eine Blume habe ich noch nie gesehen. Hey, schaut mal, sie verwelkt. Oh, verdammt. Gar nicht gut, jetzt ist sie nur noch ein Häufchen Asche. Ist mit dem Typen in Astern überhaupt nicht gefallen. Und wenn schon, wir töten ihn einfach. Ich meine, das ist immer noch ein Videospiel, ne? Also, schlaue Worte, die mir einst eine gute Freundin gesagt hat. Es ist ein Videospiel. Nutze deine Kräfte. So, wir brauchen die Weltkarte. Wir müssen nach Isthar, nicht nach Asgard, sondern nach Isthar. Und wir müssen nach Azran. Isthar ist da unten und Azran ist da links. Okay. Kriegen wir hin. Wir haben jetzt wieder Blut. Das heißt, wir können auch wieder rumfliegen. In der Nacht geboren, zum Fliegen auserkoren. Fliege ich mit meinem Käffchen hier die Insel entlang? Da müssen wir rein. So, welcher der Leute war das hier? Das finde ich in Vampire Stone 2 sehr praktisch. Da hast du nämlich immer ein kleines Bildchen dabei, welcher der Charaktere das eigentlich haben will. Was ist das nicht du? Oh mein Gott, ich bin ein Genie. Habt ihr schon einen Talisman besorgt? Ja, haben wir. Hier ist er. Oh, vielen, vielen Dank. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was mir das bedeutet. Jetzt muss ich mir um meine Tochter keine Sorgen mehr auf ihre Reise machen. Nehmt diesen Ring, der sich schon lange im Besitz meiner Familie befindet. Ich persönlich finde ihn zwar ein bisschen gruselig, aber ihr werdet euch daran hoffentlich nicht stören. 2000 XP, Baby! Level 17! Oh mein Gott, wir werden stärker. Das geht eigentlich relativ schnell. Vampirring. Erhöht die Heilungsrate um 1. Ach so. Ja gut, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so geil finde. Jetzt könnte ich ihn auch ermorden, ne? Jetzt muss ich mich aber um andere Angelegenheiten kümmern. Bitte geht. Natürlich. Okay, das ist eigentlich ganz schön. Leben. Ich glaube das nicht. Das ist ein Problem. Okay. Okay, Valna lebt wieder, das ist schon mal gut. Dann können wir ja mal ganz kurz, ja, wir regenerieren jetzt einfach, während wir fliegen. Wir müssen ja nicht kämpfen. Jesus Christ, ich... Fast ins Schiff reingeflogen. Jesus Christ, ich glaube, man hätte uns das einfach angegriffen. Ich bin immer kein Fan davon, wenn du... Achso, da waren wir gar nicht drin, ne? Wenn du eine Fluchtmechanik hast, wie hier jetzt. Nope. War das gerade Metroid? Da war doch gerade Metroid-Musik. Bin doch nicht blöd. War doch Prince da, oder? Ich bin immer kein Fan davon, wenn du... die Möglichkeit hast zu fliehen, aber die Chance dafür ist ultra niedrig. Dann kann ich ja auch eigentlich
gerade kämpfe und versuche zu gewinnen, ist die Chance höher, dass ich gewinne. Mag ich nicht, bin ich kein Fan von. So, ich glaube, der war da oben. War der hier? Ne, das war der alte Mann, der uns die Sprache beigebracht hat. Dann müsste der hier in der Ecke gewesen sein. Ne, das ist die Kirche. Die Kirche, die nicht aussieht wie die Kirche, außer mit der Statue von der Königin da. Oder Göttin oder was auch immer. Bist du der Dude? Nee. Nee, du warst das nicht. Wer war das denn? Wer hat uns denn gesagt, hol mal bitte das Item? War das dann links? So viel zum Thema, ich bin ein Genie. Das ist die alte Frau. Das haben wir schon gelöst. Das war das mit dem Schmetterling. Da muss der ja hier sein. Ne, das ist der Münzsammler. Ah, er hier. Habt ihr den Gegenstand schon? Ja, hier ist er. Ah, da ist er ja. Mein wertvoller Schatz. Gut, ihr habt es nicht geöffnet. Hier ist euer Geld. Und jetzt verschwindet. 800 Erfahrungspunkte ist okay dafür, dass wir quasi nichts gemacht haben, außer die Stadt zu erkunden. Okay, was haben wir denn noch zu tun? Wir haben ansonsten noch ein paar Städte zu erkunden. Aufgaben. Anhaltspunkt zu Aishas Aufenthaltsort finden. Haben wir immer noch nicht gefunden, also selbst wenn wir Level 20 sind, müssen wir erstmal finden, wo wir hin müssen. Anhaltspunkt für Abraxas Aufenthaltsort, selbst wenn wir das finden, müssen wir jetzt Level 25 sein. Ja gut, Level 38 ist dann das Schloss. Suche die Höhle im Magiegebirge nördlich von Lim. Ist Level 32, können wir eh nicht machen. Ein Armband in der Höhle nordwestlich von Lim. Level 30. Suche nach Schwester Miriam. Ist Level 36. Brauchen wir alles nicht gucken. Level 42. Das ist alles, was wir haben. Okay. Dann, Schwierig. Erstmal speichern. Nach Shanna wollten wir mal. Nach Shannar. Wir haben auch schon ewig nicht mehr die Silberminen besucht. Wir haben schon ewig gar nichts mehr gemacht eigentlich. Außer zu questen. Aber ich meine, genau dafür ist das Game da. Okay. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!